Willkommen bei den Wiederholungsvideos Europarecht. Heute soll es darum gehen, was ist die EU und was soll sie sein? Und im Weiteren soll es auch um die bestimmenden Prinzipien des EU-Rechts gehen. Was ist überhaupt die EU? Die EU ist eine sogenannte supranationale Organisation besonderer Art. Und wenn wir uns genau anschauen wollen, um was es bei der Europäischen Union überhaupt gehen soll, dann schauen wir am besten in Artikel 1 Absatz 2 des EU-Vertrages. Dort steht das Ziel der Gründung der Europäischen Union, nämlich eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas. Dieses Ziel hat übrigens schon Victor Hugo in den Pariser Friedenskonferenzen so formuliert. Und das Besondere bei der Europäischen Union ist, dass sie immer enger werden möchte. Ein Ziel, das heutzutage etwas kontrovers oder etwas kontroverser gesehen wird, als es noch bei Gründung der Europäischen Union der Fall war. Und was unterscheidet die EU von einem Staat? Ja, das ist eine gute Frage, was die EU jetzt von einem Staat überhaupt unterscheidet. Denn Victor Hugo hatte 1898 noch propagiert, dass es sich um einen föderalen Staat handeln sollte. Die EU wird gemeinhin als Staatenverbund verstanden. Jedenfalls so sieht es das Bundesverfassungsgericht in seinem Lissabonner Urteil im 123. Band. Dort hat das Gericht definiert, der Begriff des Verbundes ist eine auf Dauer angelegte Verbindung souverän bleibender Staaten, die auf vertraglicher Grundlage öffentliche Gewalt ausübt, deren Grundordnung jedoch allein der Verfügung der Mitgliedstaaten unterliegt und in der die Völker, und das heißt die staatsangehörigen Bürger der Mitgliedstaaten, die Subjekte demokratischer Legitimation bleiben. Also die EU ist eine besondere völkerrechtliche Organisation, eine internationale Organisation. Es ist wichtig, dass es souverän bleibende Staaten sind, die sich bei der EU zusammengeschlossen haben, aber trotzdem ist es mehr als eine übliche internationale Organisation. Sie übt nämlich Hoheitsgewalt aus. Die EU ist nach den auch hier schon dargestellten Prinzipien organisiert, nach dem Prinzip der Subsidiarität, der Solidarität und der Achtung der nationalen Identität, alle niedergelegt im EUV, Artikel 5 Absatz 3, 3 und 4. Und kann man aus der EU auch wieder austreten? Das haben wir am Beispiel von Großbritannien gesehen, dass man aus der EU austreten kann. Das war lange Zeit umstritten, weil man eben sich gefragt hat, wenn es schon eine besondere internationale Organisation ist, dann ist es vielleicht nicht möglich, den Vertrag mit dieser besonderen internationalen Organisation zu enden. Heute steht es ganz klassisch in Artikel 50 des EUV. Man kann aus der EU austreten unter den Voraussetzungen, die hier niedergelegt sind und wie Großbritannien sie auch durchgeführt hat. Man teilt den Austritt mit, man verhandelt ein Abkommen mit der EU, im Falle von Großbritannien nicht geschehen, und dann geschieht genau das, was wir hier auch sehen. Nach 2 Jahren endet die Bindung an die europäischen Verträge. Welche bestimmenden Prinzipien hat das EU-Recht? Da das EU-Recht eben ein besonderes Recht ist, mit einer besonderen Organisation, hat es auch besondere Prinzipien, die für es bestimmend sind. Und das wichtigste Prinzip ist der Anwendungsvorrang des Europarechts. Im Weiteren gibt es auch noch das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, jetzt explizit niedergelegt in 5 Absatz 2 des EU-Vertrages, und das Subsidiaritätsprinzip. Und worum geht es beim Anwendungsvorrang genau? Der Anwendungsvorrang hat genau damit zu tun, dass die EU eben eine ganz besondere Organisation ist, die einen eigenen Geltungsanspruch hat und deren Institutionen auch einen eigenen Geltungsanspruch haben. Und das hat der Europäische Gerichtshof in den Costa Enel und Van Gent en Loos Entscheidungen entwickelt. Dabei geht es darum, dass das Europarecht dem nationalen Recht in der Hierarchie vorgeht und auch in der Anwendung. Jetzt ist es aber nicht die Konsequenz, wenn man eben von einer hierarchischen Eingliederung des Europarechts in das nationale Recht reden würde, dann würde man ja auch davon sprechen, dass wir dass das höherrangige Recht das niedrigerrangige Recht bricht. Das ist im Falle des EU-Rechts nicht der Fall. Das höherrangige Recht, in diesem Fall das EU-Recht, setzt nur das niedrigrangigere Recht aus. Das nationale Recht
jeglicher Art, also auch das Verfassungsrecht, darf nicht angewendet werden, wenn es dem EU-Recht widerspricht. Und das gilt für alle Arten von EU-Recht. Das ist auch besonders und wird besonders kritisiert. Das heißt sowohl für das Recht, das in den Verträgen steht, das sogenannte Primärrecht, als auch das, was die EU selbst erlässt, das sogenannte Sekundärrecht. Und was besagt das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung? Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ist in Artikel 5 Absatz 2 des EUV niedergelegt und kodifiziert das allgemeine völkerrechtliche Prinzip, dass supranationale Organisationen nur so weit Kompetenzen haben können, wie die Nationalstaaten ihnen diese Kompetenzen auch eingeräumt haben. Artikel 5 Absatz 2 drückt es so aus: Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die EU nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Und das besagt nämlich genau das. Die EU kann nicht in Bereichen tätig werden, wo die Mitgliedstaaten diese Kompetenz der EU nicht übertragen haben. Das betrifft insbesondere große Teile der Außenpolitik etwa, wo wir nur von einer sogenannten intergouvernementalen Zusammenarbeit reden. Und worum geht es beim Subsidiaritätsprinzip? Das Subsidiaritätsprinzip ist ein altes Prinzip, was im Prinzip alle föderalen Strukturen beherrscht. Es wurde im 11. Jahrhundert von der katholischen Kirche, ja nicht begründet, aber das erste Mal stark gemacht. Und es besagt im Prinzip, dass die kleinste Einheit in der Gesellschaft für die Belange zuständig sein soll, die sie auch regeln kann. Und die größere Einheit nur dann zuständig sein soll, wenn sie die Aufgaben besser und schneller erledigen kann. Und dementsprechend ist es auch in 5 Absatz 3 des EUV geregelt. Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die EU nur in den Bereichen, die nicht ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können. Also sprich, die EU soll nur dann tätig werden, wenn sie auch wirklich besser und effektiver auf Unionsebene handeln kann. Das sogenannte Positivkriterium und negativ muss man dann noch weiter prüfen, können die Ziele der Union nicht durch die Mitgliedstaaten verwirklicht werden, also gerade nicht auf der kleinsten Ebene durchgeführt werden.